Charlie? Hey. Maus, was ist los mit dir? Meine Augen tun weh. Ich weiß nicht wieso. Guck mich mal an. Oh Gott, komm, ich rufe einen Krankenwagen. Komm mal mit. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Was ist denn passiert? Also hallo. Ihr brennen die Augen ganz fürchterlich. Hallo, was ist denn los? Was hat sie? Also ich bin ins Zimmer reingekommen, sie hat ganz starke Schmerzen in den Augen. Es ist knallrot. Ich habe keine Ahnung. Nee, sie hat gar nichts. Und Mai, machst du mir mal eine Augenspülung fertig. Was ist passiert? Will ich nicht sagen. Willst du nicht sagen? Charlie, wieso möchtest du das denn nicht sagen? Bürokauffrau Nina macht sich große Sorgen um ihre 6-jährige Tochter Charlotte. Schon seit 2 Wochen ist die sonst so fröhliche Erstklässlerin in sich gekehrt und verschlossen. Für die gereizten Augen des Mädchens gibt es schließlich eine einfache und zugleich überraschende Erklärung. Hat sie irgendwas im Auge? Ja, das war so ein bisschen, guck mal hier, bisschen Sand, so Kristalle, ne? So Fremdkörper, ja, guck mal hier. Wie Sand. Ne? Hast du Sand in den Augen gehabt? Will ich nicht drüber reden. Warum denn nicht, Schatz? Warum möchtest du denn darüber nicht reden? Ist irgendwas vorgefallen? Weil ich nicht will. Weil du nicht möchtest. Also sie ist jetzt schon wirklich seit 2 Wochen, versuche ich zu fragen. Und sie gibt mir einfach keine Antwort. Ich komme einfach nicht mehr an sie ran. Die Sanitäter empfehlen der ratlosen Mutter daher, Kontakt zu einem Familienhelfer aufzunehmen. Deshalb ist Erzieherin Diana Richter einige Tage später auf dem Weg zu Charlie und ihren Eltern. Mama Nina und ihr Mann Florian wissen mittlerweile nicht mehr ein noch aus. Also die Charlie redet jetzt seit den Ferien nicht mehr mit mir. Ist immer wieder, frage ich nach, versuche mit ihr zu spielen. Sie schweigt, ist wirklich sehr traurig und also ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um sie. Können Sie mir ganz kurz so eine Situation erklären? Sie gehen ins Kinderzimmer und dann sagt sie nein oder sitzt sie irgendwo oder... Also sie ist einfach total verändert. Also sie geht manchmal einfach. Und ich kenne sie so einfach überhaupt nicht. Okay, dann würde ich gerne versuchen, das Gespräch mit ihr mal zu finden, wenn Sie mir die Möglichkeit geben. Wo ist denn Ihr Zimmer? Wo darf ich denn hin? Oben links das erste gleich. Soll ich Sie hochbringen? Okay, nee, lieben gerne nicht, weil ich möchte nicht, dass Charlotte das Gefühl hat, dass die Eltern wieder hinter mir stehen, weil wir ja schon ich ja schon rausgehört haben, dass wir da keinen Erfolg mit haben. Und wenn ich als neue Person, als neutrale Person jetzt sie aufsuche, dann habe ich die Möglichkeit, einfach neues Vertrauen zu schaffen. Geben Sie mir einfach mal die Möglichkeit. Kinder verstummen nicht aus böser Absicht. Oft ist es so, dass sie etwas erlebt haben, was sie alleine nicht verarbeitet bekommen oder ganz große Sorgen haben. Auf jeden Fall sollte man das nicht links liegen lassen, sondern versuchen, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Wie hier bei der Familie Vogelsang hat sich die Mama ganz, ganz, ganz doll Mühe gegeben und oft gefragt. Aber durch die Fragen kann es sein, dass Kinder abblocken, weil sie die Emotionen noch nicht in Wort fassen können. Gut ist es dann, wenn man versucht, durch andere Situationen an das Kind heranzutreten oder dem Kind die Zeit zu lassen, selber auf es heranzutreten und diesen Druck so minimal wie möglich zu halten und nicht pausenlos nachzufragen. Ich bin die Diana, darf ich mich vorstellen? Hi. Weißt du, warum ich heute hier bin? Du hast, deine Eltern, die machen sich ganz große Sorgen um dich. Und da gab es wohl einen Vorfall, wo du Sand in den Augen hattest und da musste sogar der Rettungswagen kommen und deine Augen gespült werden. Magst du mir nicht erzählen, was da vielleicht gewesen ist an dem einen Abend? Überhaupt nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe Karten. Du magst im Moment nicht mit mir reden, aber so ein bisschen kommunizieren würde ich gerne mit dir. Ich habe Karten dabei und vielleicht gefallen dir Motive. Über diese Karten mir zu erzählen, worum es zumindest geht, damit ich die richtigen Fragen stellen kann. Magst du dir die mal anschauen? Auf den Karten werden verschiedene Symbole dargestellt. Charlie soll nun die Bilder auswählen, über die sie momentan am meisten nachdenkt. Die 6-Jährige entscheidet sich für Familie und ein rosa Zimmer, das ihr Schlafzimmer darstellen soll. Weswegen hast du abends den Sand in den Augen gehabt? Nicht mal das Sandmännchen konnte helfen. Nicht mal das Sandmännchen. Komm, ich setz mich mal neben dich. Nicht mal das Sandmännchen. Also das heißt, dass du
dir den Sand in die Augen gemacht hast, weil du gedacht hast, das Sandmännchen macht ja auch den Schlafsand in die Augen, bringt dann die Träume. Aber wo ist denn der Sand? Da ist der Sand. Und das ist der Sand, den du dir auch in dem Abend in die Augen gemacht hast, wo das mit dem Rettungswagen war. Weil du schlafen wolltest. Und es hat dann nicht geklappt. Irgendetwas muss die Grundschülerin so sehr belasten, dass sie nicht mehr in den Schlaf findet. Da Charlie nach wie vor eisern schweigt, schlägt die Familienhelferin eine weitere Übung vor und hofft damit, die Sprachlosigkeit zu beenden und das Geheimnis ans Licht zu bringen. Du hast ja dein Trikot dabei. Guck mal, meins ist frisch aus der Wäsche. Ach, das trifft sich gut. Ich wollte nämlich, dass ihr ein Spiel spielt und vielleicht, wenn der Wäschekorb leer ist, könnte man den als Tor benutzen. Okay. Im Gegensatz zu sonst, wo ich den Eltern direkt erzähle, was in der Zwischenzeit passiert ist, damit sie es nachvollziehen können, habe ich in diesem Fall von Charlotte den Sand und die Karten erstmal weggepackt, weil ich ihr Vertrauen hatte und weil ich das Gefühl hatte, über dieses Hockeyspiel vielleicht weitere Informationen zu bekommen. Und zwar darf die Charlotte beginnen, okay? Und für jeden Treffer gibt es eine Frage, die beantwortet werden muss. Und ich würde gerne mit Ihnen, Frau Vogelsang, anfangen? Die Sechsjährige hat vor einem Jahr angefangen, Hockey zu spielen und ihr Vater begleitet sie und ihre Mannschaft zu jedem Spiel. Dass die Erstklässlerin dann aber ausgerechnet bei der Aktion rund um ihren Lieblingssport heftig reagiert, überrascht nicht nur ihre Eltern sehr. Jetzt gehe ich ins Tor. Du schaffst das. Komm, positionier mich wieder hier vorne. Du weißt, du bist die Beste. Charlie? Warten Sie. Was ist denn? Lassen wir es mal gerade einen Moment durchatmen. Das habe ich ja noch nie gehört. Weißt du, was los ist? Ich gehe mal nach. Bleiben Sie einen Moment hier, weil ich eben oben im Kinderzimmer ganz guten Erfolg hatte. Vielleicht kriege ich was raus. Machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen das hin. Charlotte. Hey, Charlotte. Was ist denn los mit dir? Warum war das jetzt beim Papa? Du hast noch nicht mal versucht, den Ball zu schießen. Was ist mit dem Papa mit dem Hockey? Ist da irgendeine Verbindung? Die anderen haben uns ausgelacht. Wieso haben die denn ausgelacht, euch oder dich? Was hat dich geärgert? Hattet ihr ein Spiel? Ein Hockeyspiel? Habt ihr bis jetzt immer gewonnen? Oh, und das ist deine erste Niederlage? Und das nimmst du sehr persönlich. Hast du Angst, dass du den Papa damit enttäuscht hast? Die anderen haben uns ausgelacht und Papa ist enttäuscht von mir, weil ich so schlecht war. Aber das hat er ganz bestimmt nicht gesagt, das denkst du vielleicht nur. Weißt du was, wir gehen mal zusammen ins Wohnzimmer und dann erzählen wir das. Kinder müssen erst lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und je jünger Kinder sind, desto mehr brauchen sie auch die Unterstützung. Es ist ganz wichtig, dass wenn Niederlagen, egal ob in der Schule oder durch den Sport oder im privaten Bereich passieren, dass Eltern ihr Kind spüren und wissen lassen, dass sie ganz doll lieb haben. Oft funktioniert das auch gut, wenn man das vorleben kann. Dass wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte, dass man sagt, Mensch, ich bin sauer auf den Kollegen, aber hey, morgen wird wieder ein besserer Tag. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass bis jetzt die Mannschaft, wo die Charlotte mitgespielt hat, immer gewonnen hat? Ja. Also jetzt deswegen. Vor den Ferien hat deine Mannschaft einmal verloren, ne? Genau, und ich glaube, das ist der Punkt. Magst du das erzählen? Ich bin da. Magst du nicht erzählen? Darf ich es erzählen? Dass du siehst, dass der Papa ganz bestimmt nicht enttäuscht ist. Weswegen denn? Und zwar hat die Mannschaft verloren. Und sie hat einfach Angst, dass sie ganz schwer enttäuscht sind. Ach, Maus. Und deswegen, gerade weil sie da diese Verbindung haben, ist das passiert. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist das erste Mal und Kinder müssen das auch erst lernen, Maus, mit Niederlagen umzugehen. Du weißt, du bist meine Beste. Und ihr habt als Mannschaft verloren, ihr werdet als Mannschaft auch wieder gewinnen. Genau. Man verliert mal. Man kann nicht nur gewinnen. Weil überleg mal die anderen Kinder, die ihr immer gegen die ihr gewinnt. Die werden dann immer so traurig wie du, weil sie verloren haben, oder? Mhm. Die müssen doch auch mal gewinnen, oder?
Bei Charlotte wird es mit Sicherheit ein bisschen noch dauern, bis sie sich wieder beruhigt hat, dass sie Sicherheit gefunden hat und dass sie auch, wie heißt es, wieder zu Wort kommt, weil Charlotte einen sehr introvertierten Eindruck gemacht hat. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber ich sehe dem positiv entgegen. Wir haben die Lösung heute gefunden. Und fürs Erste, glaube ich, werde ich hier nicht mehr gebraucht. Inzwischen hat Erstklässlerin Charlie verstanden, dass Niederlagen im Leben dazugehören und ihre Eltern trotzdem stolz auf sie sind und sie lieben. Die Grundschülerin spielt wieder begeistert Hockey mit ihrem Team und freut sich jedes Mal, wenn ihr Vater sie zu einem Spiel begleitet.